Ja, Leute, willkommen zurück. Grimrock geht weiter. Ich weiß zwar Yeah. nicht mehr genau, wo wir waren, aber ich habe einen Stein. Ui, ein Stein, wie schön. Ein Stein? Harry Potter und ein Stein. Nee. Harry Potter und die gewachsenen Glocken. Kennst du das Nee, nicht? nein. Das ist ein SNL-Sketch. Oh. Richtig geil. Da kommen sie quasi aus den Sommerferien zurück und Hermine hat halt mega Tüten bekommen. Also quasi wie im Film. Nur, dass sie dort dann halt vollkommen bewusst dem sind und alle versucht, Hermine irgendwie rumzukriegen. Und von Hagrid dann auch der geile Kommentar kommt irgendwie, oh, ich muss mal zurück, meinen Drachen würgen. Mein Drachen streicheln. Oh, Hagrid, du hast ein neues Haustier? Nein. Das ist halt schon ziemlich gut. Ja. Es ist halt irgendwie auch creepy. Also vor allem, wenn man bedenkt, wie alt Hagrid sein soll und wie alt Hermione. Ja, das Ich ist. verstehe immer noch nicht, warum die im Deutschen zu einer Hermine gemacht haben und einfach das O gestrichen haben, aber egal. Ich verstehe auch nicht, warum ich überhaupt darum kümmere. Ich meine, ich finde Harry Potter total scheiße, aber trotzdem. Ich muss gestehen, ich finde Harry Potter sehr gut. Ich kann die Bücher nicht lesen, weil dieses. Die sind von Formulierungen und so weiter einfach auf Kindersprache gemünzt und das kann ich mir nicht. Das kann ich einfach nicht lesen. Das ist. Deswegen finde ich Harry Potter scheiße. Aber wie gesagt, die Filme fand ich sehr gut. Die Story an sich ist sehr gut. Also gut, sagen wir mal so, die Welt an sich finde ich durchaus interessant, ja. Aber wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, das Problem ist halt eben der Schreibstil. Und deswegen, ich bin halt da nie reingekommen. Gut, ich habe es auch nicht großartig versucht, weil ich habe halt eben irgendwie so mal das erste Buch reingelesen. Ich war damals sogar im passenden Alter und ich habe halt die Wahl gehabt zwischen Harry Potter und einem Scheibenweltroman. Ich glaube, es ist relativ klar, warum ich mich dann für den Scheibenweltroman entschieden habe. Weil das Writing hat mich einfach viel mehr Ja, angesprochen. es ist bei mir genau das Gleiche, aber wie gesagt, also ich respektiere Harry Potter, ich verstehe den Hype darum, warum es so viele Fans hat, aber es ist einfach nicht meins. Die Filme fand ich sehr gut, muss ich gestehen. Die konnte ich mir auch sehr angenehm angucken. Gut, dadurch, dass mich halt das nie interessiert hat, außer einem leiseichten, warum machen die jetzt so einen Aufriss rum, drum, bla, ausgerechnet, das ist jetzt das große, die Renaissance des Lesens-Ding, also mein üblicher Kulturpessimismus halt, Ja, ja. klar, das Übliche halt. Also darüber hinausgehend habe ich mich nach dem Versuch, zwei oder dreimal mich reinzulesen, nie wirklich Zeit damit verbracht weiter, weil einfach dann auch kein Interesse meinerseits da war. Ja, wie gesagt, das war bei mir dann auch, aber ich habe halt die Möglichkeit über das Dings genutzt, um also über die Filme genutzt, um mal reinzuschauen. Und wie gesagt, die Filme haben mich dann halt eben wiederum überhaupt nicht interessiert. Ja, klar, Dadurch, du. dass die Buchreihe mich halt auch relativ kalt gelassen hat. Wie gesagt, die Welt an sich ganz interessant, aber waren nicht einige der Fan-Theorien interessanter? Zum Beispiel, Harry Potter ist gar nicht der Auserwählte, sondern irgendwie so ein total nebensächlicher Charakter. Und das mit Harry Potter ist alles nur eine Ploy, um den Unaussprechbaren abzulenken. Naja, Das sind halt. fairerweise, er ist derjenige, der ihn tötet und also die hinkt einfach, weil er ist zum einen derjenige, der ihn tötet, zum anderen ist er Hast du den Schlüssel nicht gerade eingesammelt? ja, ich bin doof. Ja. Zum anderen ist er halt auch der einzige, also der letzte Horcrux, was halt auch nicht zu verachten ist. Was man nicht vergessen darf. Kannst du vielleicht den Bildschirm ein bisschen drehen? Nein. So ist besser, Dankeschön. Ich weiß zum Beispiel auch immer noch nicht wirklich, was ein Horcrux ist. Das ist quasi sowas wie das Phylakterium von einem Lich bei D&D. Ah, okay. Das ist quasi, du bindest einen Teil deiner Seele da dran und solange das Ding existiert, ja, kannst du halt nicht sterben. Das ist halt der eigentliche Grund, warum Voldemort zurückkehrt. Okay. Und fand ich eine coole Idee. 38 ist viel. Ja, genau, wo wir stehen geblieben waren. Was ich wirklich sagen wollte, ist, wie gesagt, ein bisschen creepy, trotz allem,
dieser SNL-Sketch, wenn man denkt, wie alt Hagrid ist und wie Hermione. Das ist da ja sowieso, also natürlich ist es creepy, das war denen auch vollkommen bewusst. Aber ist vielleicht auch dahingehend eine ganz nett. Eine ganz adäquate Realsatire bzw. Kritik, ja, an dem unglaublichen Hype, der dann um Emma Watson gemacht wurde, als sie ein bisschen älter so langsam und reifer geworden ist. Ja, das war teilweise schon echt eklig. Ja, ja, das ist halt, wenn erwachsene Männer da nach so einer 13-, 14-Jährigen hinterherlechzen, das ist schon ein bisschen eklig. Ja. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht, also das war schon heftig. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum dieser Sketch aufgenommen wurde. Ich würde jetzt mal sagen, dubio pro reo und sage jetzt mal, ja, genau, deswegen haben sie das gemacht, wobei man weiß ja nie. Ja, ja, aber es ist alles auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Ja, das andere Zeug hatte ich ja schon. Ah, okay. Ich glaube, du könntest einen Stein werfen. Ich könnte. Bringt aber nichts. Ah. Du musst zwei Steine werfen. Ich war mir nicht sicher, ob die unten bleiben oder ob die sich wieder aufhören. Es gibt ja auch welche, wo das dann bleibt. Ja. Leuchtestein. Leuchtestein. No Captain Sir. Ah. Warum gibst du den Dagger nicht eigentlich schon mal deinem Thief in Vorbereitung? Weil der wird den ja später wahrscheinlich verwenden können. Kann das Ding auch jetzt schon verwenden. Ja, aber dann kann er nichts angreifen, weil er in der zweiten Reihe ist. Ach, hässliche Vögel. Wenn du das Vogel nennen willst. Wie müssen wir das sonst nennen? Krähe? Und eine Krähe ist kein Vogel, oder was? Nein. Ich hau dich gleich. Warum wirst du immer so gewalttätig, wenn du mit mir redest? Ich hab dir, glaube ich, schon mal erklärt, dass mich die Dummheit wütend macht, oder? Was ist Dummheit? Genau. Das, was du jeden Tag so eindrucksvoll, so unglaublich eindrucksvoll demonstrierst. Ich mag Züge. Was? Kontext? Ich mag Züge. Gesundheit. Und ich mag Secrets. Offensichtlich, ja. Schwule Elfenschuhe, hooray! Okay, was machen die? Dexterity Pointy Shoes. Wie war das? Die geben einem Dexterity plus 1, weil man, wenn man die trägt, damit rechnen muss, aufs Maul zu kriegen. Richtig, das habe ich dir schon mal erklärt. Nein, das habe ich dir schon mal erklärt. Nein, das hatte ich dir erklärt. Egal. Könnte man sich jetzt darüber streiten, wer zuerst darauf gekommen ist. Allerdings, jedenfalls sind wir darauf gekommen. Ja. Weil ja, wir haben das nicht schon mal gespielt, aber hatten Aufnahmeprobleme. Und deswegen mussten wir das jetzt nochmal machen. Willst du vielleicht speichern, mal so zwischendurch, bevor du irgendwas machst und dann wieder verreckst, weil ich glaube, hier waren Skelette. Und so. Glaube ich nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Oh, guck mal im Sack. Schön. Würdest du bitte mal zwischendurch speichern? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Weil du sonst gleich wieder verreckst und dann müssen wir wieder an derselben Stelle anfangen? Verstehe ich nicht. Protection plus 4, Protection plus 1. Tada. Gesehen davon könnten wir uns eh langsam überlegen, ein Poison zu machen. Nein. Was nur am Rande, was sieht es eigentlich mit dem Hungerlevel bei den Leuten aus? Ganz gut. Ganz gut, ja. Speichern. Poison machen, hast du gesagt, ne? Ja, so langsam, also nicht sofort, aber speichern ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gefängnis? Gefängnis? Knasts. So Leute, bis zum nächsten Mal. Dein Deutsch ist so unglaublich schlecht.